Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind zurück im Felsenturmtempel, irgendwo hier, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Und wir machen uns weiter auf Richtung Bossraum. Auch nicht eher schon wieder. Na gut. War. Und noch mal ein Treffer. Oh. Wie hätte ich jetzt mehr erwartet diesmal? Aber nö. Gut, wir haben hier noch eine Truhe. Offensichtlich. Und in der befindet sich die Maske des Giganten. Die Kraft eines Riesen schlummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändigen Mächte. Okay. Nee, falsche Taste. Ich will noch mal kurz auf Nummer sicher gehen, dass wir alle Truhen haben. Alle Truhen haben wir, alle Feen haben wir. Ja. Ne? Dann machen wir weiter. Und wir, der Chateau Romani hat sich schon echt gut bezahlt gemacht. Wir nach oben? Offensichtlich, oder? Da oben war noch so ein Haken. Warten mal, bis sie ganz hinten ist. Da haben wir die Tür zum Bossraum. So, ich pack schon mal die Maske ein. Das macht ja keinen Sinn. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir die brauchen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber irgendwie... reicht das so ein Gefühl, weil es macht keinen Sinn, dass wir jetzt hier kurz vor dem Boss nochmal eine neue Maske kriegen. Und... oh. Wir schauen uns mal kurz um. Was sind wir denn hier? Welcher Raum ist das? Sind wir da runter? Ah. Da wäre noch eine Tür, aber ich glaube, die brauchen wir. Ich springe jetzt rein. Das war anscheinend nicht falsch. Und da haben wir den Boss. Oh, das war nur ein Teil von... das ist ein großer Boss. Was sagt denn... Kaya? Was sagt die denn? Nur die Köpfe und Schwadenspitzen sind verwundbar. Wärst du doch nur auch so groß wie diese beiden Ungetüme. Damit haben wir ja schon das Rätsels Lösung anscheinend. Wir sind Riesending. Oh Gott.
Also nur der Kopf und die Schwanzspitze. Hä? Aber warum enden ist die Schwanzspitze? Au! Ah! Ja, getroffen. Oh Gott. Ja, auch. Hier ist doch ein Schwanz. Der hat auch getroffen. Nee. Treffer. So, dann gehen wir mal wieder. Treffer. Und dann hauen wir auf den Kopf. Dann hauen wir da auf den Kopf. Die Frage ist, wie oft müssen wir den da treffen? Der Kampf ist irgendwie blöd. Hey! Also er macht aber auch nichts anderes, ne? Er geht hier fröhlich durch die Gegend. Jetzt? Was ist das? Nee, das war's noch nicht. Ah, wir haben einen jetzt kaputt. Okay. Ich glaube, das war Nummer 2. So. Wir sind schon ein bisschen groß, ne? Okay, wir nehmen die Maske mal wieder ab. Gut. Mich hier durch. Wo ist mein Herzcontainer? Den nehmen wir als erstes mit. Ein Herzcontainer. Zack. Und Twimboids Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske in den Körpern Twimbolds gefangen hielt, ist wieder frei. Dir gebührt den Dank für seine Rettung. Damit gehen wir jetzt wahrscheinlich wieder in das Götterreich rüber, ne? Ja. Wir haben euch allen geholfen. Mehr können wir nicht tun. Ruf uns. Das haben sie gesagt. Wir verstehen euch, ohne mit den Ohren zu hören. Nun helft auch ihr uns. Wir werden euch vom Dach des Uhrenturms rufen. Kommt und verhindert das Schlimmste. Wie? Ihre Stimmen klingen traurig? Ihr wollt nicht? Thank you.
vergebt eurem Freund. Unserem Freund vergeben? Wem sollen wir vergeben? Was sollen wir vergeben? Ah, ich habe da schon so eine kleine Idee, aber wir gucken mal. Was ist das? War das der Fluch von Mikana Canyon, den wir jetzt hier aufgehoben haben? So, irgendwo müsste hier noch eine Feenquelle sein, oder? Irgendwo müsste doch hier eine Feenquelle sein. Gucken wir mal. Oh, das ist hier. Schau mal einer an. Da haben wir sie, die letzte Fee. Oh, mitfühlender junger Freund, ich bin die große Fee der Güte. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche ich dir das Feenschwert. Du hast das Feenschwert erhalten. Um es einzusetzen, musst du dich zuvor mit See bewaffnen. Die filigranen Umrisse schwarzer Rosen ziehen die mächtige Klinge, welche die Kräfte der Feenwelt beherbergt. Suche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Cool. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier nochmal eine neue Waffe kriegen von ihr. Achso. Können wir damit auch... Okay, das Feenschwert ist quasi Bigorons Schwert, so ungefähr. Wir können das nicht normal ausrüsten, oder wie? Ja. Damit, haben wir das doch geschafft. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt noch? Was machen wir denn jetzt noch? Wir haben ja hier eigentlich aktuell alles durch. Da kommt wieder so ein nerviger Vogel. Gut, dann machen wir das. Wie machen wir das? Ich weiß gerade selber nicht so recht, wie wir hier weitermachen am besten. Das ist schwierig. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Einen Brunnen haben wir gemacht.
Ich glaube, wir müssen ohnehin resetten, bevor wir mit irgendwas weitermachen können, ne? Weil wir, es gibt noch die zwei Spinnenhäuser, die man machen kann. Würde ich auch gerne noch machen vom Boss. Aber ich glaube, die müssen wir relativ früh machen, oder? Die müssen wir relativ früh machen. Okay. Bevor wir jetzt hier ewig lange drumherum palabern, machen wir uns zurück nach Unruhstadt. Und dann machen wir ein Reset und machen beim nächsten Mal frisch weiter. Oder? Das klingt nach einem Plan, glaube ich. Also wir geben erstmal kurz unsere 183 Rubine hier ab. Einzahlen. 409 Rubine haben wir. So, 1, 2, 3, 8, 1. So. Und dann nutzen wir die Zeit für ein Reset. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.